Ja, auf Beleidigung von Herrn Winter steige ich jetzt nicht ein. Das tut mir leid, Herr Denton. So, ich hoffe, du hast Hunger mitgebracht. Also ich bin ein großer Fan des Ferns, weil da gibt es sehr viele leckere Dinge. Auch eher wieder wie beim Whistler, so ein bisschen eher für den süßen Zahn. Aber das macht nichts. Kannst hier irgendwo parken. Nee, ich darf man irgendwo eher einfach so parken. Alles rot, ja. Wo ist denn das überhaupt? Dann, hinter uns. Direkt neben dem Paletti Store hinter uns. Das ist ein bisschen falsch markiert. Alter, dass ich mir nicht raufkommt auf diesen Bürgersteig. Park ruhig noch näher, damit ich nicht rauskomme. Danke. Ja, viel besser. Dankeschön. Dankeschön. Oh. Naja, ja. Naja. Ist ja nur ein Dienstfahrzeug, nicht wahr? Du hast einen Kratzer reingemacht? Nein. Oh, Mensch, ging Schild gelaufen hier. Hab ich nicht. Ach. Du kannst wirklich froh sein, dass ich noch keine Tür kaputt gemacht habe. Ich war dafür bekannt. Ich bin auch ganz froh, dass du mir bisher noch nicht ins Lenkrad gegriffen hast. Nein. Du würdest das wirklich durchziehen, oder? Na klar würde ich das durchziehen. Dass ich das Traffic Law bekomme, obwohl ich gar kein Auto fahren kann, ja? Na klar. Großartig, wirklich. Ja, beim Kart war dann auch so, ne? Ich hab dich abgedrängt. Ja, ja. Wo müssen wir denn ganz hin? Ich hab doch gesagt, warte, da hole ich das Auto. Nein. Kannst du eh nicht parken. Ja doch, hier, auf dieser Seite. Du kannst doch ein bisschen laufen jetzt, das ist gesund für dich. Aber das so, dass das so weit weg ist, ne? Das hast du mir aber nicht gesagt. Das nächste Mal parken wir doch weiter weg, wenn du jetzt nicht aufhörst. Gestern einen neuen Personal Trainer offensichtlich kennengelernt, als ich eventuell ein bisschen was getrunken habe. Zumindest habe ich eine SMS heute bekommen. Falls du dich nicht erinnerst. Ich esse Salat heute. Falls du dich nicht erinnerst, bedeutet diese SMS. Hast mich gestern kennengelernt und ich bin Personal Trainer. Wirklich großartig. Ja. Hallöchen. Howdy. Guten Tag. Hallo. Hi, Harriet hier, ich hatte angerufen. So, pass auf. Denver, du wolltest was halbwegs Gesundes, ja? Naja, also ich habe keinen Bock auf einen Personal Trainer morgen. Ja, okay. Aber ein Omelette geht trotzdem, ja? Wir haben kein Omelette. Ja, doch, wohl Eiergerichte, ja, haben wir, ja. Der wollte gerade sagen, steht auf eurer Karte, Mensch. Ja. Ja, ja. Pass auf. Jetzt muss ich das wieder aussuchen, ne? Für den Herrn John nehme ich zweimal so eine Breakfast Bowl. Mhm. Und in Lost dann das Club Sandwich. Okay. Mhm. Willst du einen American Coffee, Cappuccino oder Latte Macchiato dazu? Ich nehme Cappuccino, bitte. So. Das einmal für den Herrn John und für mich nehme ich auch so ein Club-Sandwich. Pancakes Kanada. Mhm. Und einmal von jedem Muffin, bitte. Okay. Einmal von jedem Muffin. Ja. Ist dein Ernst jetzt? Ja. Oh mein Gott, du kennst die Muffins hier nicht. Denver. Großartig. Ach ja, und ich nehme noch ein Cappuccino dazu. Ich hoffe, du hast das alles. Ich hoffe, ja. Ja, sollte. Gut. Ich finde dieses Bild gleich zu schön. Zu göttlich. Ja, einmal mit dem Ellbogen auf den Tisch, über diesen ganzen Tisch rüberfährt und die ganzen Muffins da alle einkassiert. Es gibt doch vier verschiedene Sorten, Gott sei Dank, Denver. Gott sei Dank. Ja. Ja. Ja, hier gibt es nicht sowas Ekelhaftes wie ein PD, das stimmt wohl. Ja, die normalen sind auch okay. Also die mit Butterkeksen, die mit Apfelzimt, die sind schon in Ordnung. Aber die anderen sind wirklich, huch, oh Gott. Ich ja. Habe einmal aus Versehen, wirklich aus Versehen, in einen mit diesem Spargel gebissen. Weil mir gesagt wurde, der ist mit Cheesecake-Geschmack. Und der Rest wurde ignoriert quasi, wenn du verstehst, was ich meine. Habe ich da reingebissen, habe Cheesecake-Geschmack erwartet. Und dann kam da Spargel durch und ich dachte mir so, was zum Teufel, ich musste fast kotzen. Weil hab halt auch was anderes erwartet, ne? So, einmal der eine Cappuccino. Lecker ist, das ist immer gut. Pfannkuchen mit Ahornsirup, beste.
Unter anderem. Darf ich heute bezahlen oder? Schickes T-Shirt, ja, wenn du möchtest. Ja, ich glaube, du hast letztes Mal bezahlt. Das Mal davor auch, glaube ich. Und das Mal davor. So, dann die Bowl. Ja, genau. Muffins! Mhm. Ja. Blaubeere, Kirsche, großartig. Ja, ja, da ist der Rainbow Marshmallow, jawohl. So, dann haben wir das. Und ja. Dann einmal da ein Pancake. Dankeschön. Da ein Pancake. Jetzt hast du da draußen gleich. Und da ja, ein Sandwich. Weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber da gibt es ein sehr schönes Plätzchen. Dieser Verkehrsinsel da. Und da ein Sandwich. Super. So, jetzt muss ich rechnen. Hattest du noch die Bowl schon für Denver? Na klar. Na klar, Entschuldigung. Nicht gesehen. War abgelenkt von den Muffins. Eventuell sabber ich auch schon ein bisschen. Schickes T-Shirt übrigens. Danke. Ist das Arbeitskleidung oder? Nee. Okay. Hätte sein können. Würde ich ein bisschen feiern. Ich hoffe, ich habe nicht verguckt. Bitteschön. Das waren ja, danke, zwei Kapos, zwei Pancakes, zwei Bowls, zwei Sandwich und vier Muffins, ne? Ja. Kommt hin, ja? Haben wir es vergessen? Nee. Gut. Dann sind das $460, bitte. Ja, ich bezahle bar. Dankeschön. Jo, dann gut. Darfst du durchschmecken, wa? Dankeschön. Ja, danke. Jo, tschüss. Tschüss. Muffins. Ja, ich glaube, das Tuch ist, ist richtig für dich. Yep. Also, wir können es natürlich auch hier hinsetzen. Ja. Ah, schade, es sind keine richtigen Sitzplätze. Oh, das ist wirklich schade. Einen guten Appetit. Ich hoffe, es schmeckt dir. Gleichfalls. Ich hole gleich nur die zweite Bowl mit rein. Hast du denn auch getrunken gestern? Was habe ich? Getrunken. Nein. Ein bisschen. Das ein Verhör? Ja, du musst dich nicht selber belasten. Gut, dann verweigere ich die Aussage. Ich glaube, ich werde mal demnächst irgendwann die Mediziner nochmal informieren und dann machen wir mal einen Alkohol- und Drogentest. Ja, gut, kannst du machen. Das kann ich. Haben wir bei.
ja komplettes DOJ mal. Achso. Ja, das ist wieder was anderes. Also ich weiß ja, Apollo ist auf jeden Fall ein bisschen, da ist irgendwas nicht koscher. Pollo, Apollo. Polo. Oh, Polo. Irgendwas ist, der hat nicht, also, der kann gar kein Mexikanisch. Sag dir, wie es ist. Für unsere Bürodamen. Hallo, ja, Decker. Kommt er da irgendwo aus der Richtung Grenze oder so? Aha. La Pasch, ja, sagt er mal. Ja, ja. Ich habe ihn gestern darüber aufgeklärt, dass er hat mich das erste Mal, als er mich gesehen hat, hat er mich Senior Fast genannt. Da habe ich gesagt, hallo, Entschuldigung. Wenn, dann bitte Senora. Und gestern hat er mich dann wieder Senorita genannt. Da habe ich ihn halt korrigiert. Meinte, ja, also, naja, Senorita ist nicht ganz richtig. Es wäre ja, wenn, dann Senora. Dann meinte er aber zu mir, ja, nee, Senorita ist schon richtig, wenn du verheiratet bist. Und ich meine so, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Hm, ich glaube, der kann gar kein Mexikanisch. Der Dreck am Stück. Vielleicht ist das, ja, aber vielleicht, also da muss ich vielleicht ein bisschen in die Bresche springen. Vielleicht ist da halt einmal kein Mal. Oh, wow, Denver, wow, wow. Das war, oh Gott, sowohl Beleidigung mir gegenüber, als auch allen Mexikanern gegenüber, großartig. Nein. Einmal heiraten ist kein Mal heiraten. Das zählt noch nicht. Das macht dich noch nicht zur Frau, ja, großartig. Ist ja, das ja. So als Beleidigung für dich aufgefasst? Ja, schon. Das klang ja wie, wenn du Senora genannt werden möchtest. Senorita sagt. Wenn du Senora genannt werden möchtest, musst du mindestens zweimal heiraten. Großartig. Ja, ich weiß nicht, was in Mexiko erlaubt ist, wie oft man heiraten darf. Es gibt doch Länder, wo man häufiger heiraten darf. Ja, du darfst auch hier häufiger heiraten, musst dich ja nur zwischendurch entscheiden lassen, ne? Ja, ich meine gleichzeitig. Ach, du meinst Polygamie. Gleichzeitig mit mehreren Frauen verheiratet sein, Polygamie, genau. Ja. Ich glaube nicht, dass es in Mexiko geht, aber ich weiß nicht. Ja, ich weiß es halt auch nicht. Wenn man diese komischen Scheiche im Kopf, in den Turban. Ja, wäre was für dich, ja? Mehrere Frauen heiraten, ne? Aha. Nein. Nein? Eine schon anstrengend genug, ich bin ganz ehrlich. Weiß gar nicht, wie die das irgendwie macht. Muss ich meinen Lebensstandard auch halten können, ne? Stell dir vor, ich müsste mein Einkommen halt mit und mein Vermögen mit mehreren Frauen teilen. Oh, schön. Oder mehreren Ex-Partnern. Ja. Und Unterhalt zahlen und so, ja, ja. Naja, eben. Ja. Ja, Black Eyes, das wissen wir ja, aber ungebildeten Amerikaner ja nicht. Ich spiele gerade die sehr ungebildete Harriet. Ich kann nur ein bisschen Mexikanisch, weil ich halt aus Texas komme, damit an der Grenze von Mexiko wohne. Und offensichtlich im Drogencutter irgendwie drin war. Wenn man den Gerüchten glaubt. Meinst du, ich muss mich nachher beim Polo entschuldigen? Wieso? Was hast du gemacht? Ja, du hast gesagt, ich habe gerade alle Mexikaner beleidigt. Ja, nö, ich gehe davon aus, dass er keiner ist, von daher hast du es nicht beleidigt. Achso. Nein, alles gut. Ja, das ist natürlich auch für dich problematisch, ne? Dass du nicht irgendwie an eine Frau gerätst, die nur hinter deinem Geld her ist. Wenn du so viel pro Stunde verdienst, wie du mir gestern gesagt hast und ich... Naja. Ich habe das sonst keinem gesagt. Sehen wir schon. Schöner Name. Vielen Dank. Hallöchen. Ach Gott, sag das wirklich, sag's einfach keinem. Wirklich. Also ich würde halt auch nicht in ein, sagen, nennen wir es Date oder so gehen und sagen, was ich verdiene. Also. Ja, du, bei dem Speed-Dating wäre das wahrscheinlich sogar angebracht. Da würden wir, ich weiß nicht, wie viele Minuten hat man beim Speed-Dating? 2 oder 3? Irgendwie sowas? Keine Ahnung. Und ich meine, da werden natürlich Fragen runtergerattert, ne? Willst du heiraten? Willst du Kinder? Wie alt bist du? Was hast du für Hobbys? Was verdienst du? Kannst du kochen? Ja, ich glaube, also, Bender. Ich brauche keine Bender wollte das machen. Partnerin, die kocht, weil ich gehe eigentlich immer essen. Ja, ich weiß. So, was waren die anderen Fragen?
Ich hab sie wieder vergessen. Kinder heiraten? Gar keine Lust mehr drauf. Heiraten? Heiraten muss ich auch nicht. Was war noch? Verdienen weiß ich schon. Hobbys? Tauchen. Tauchen, aber komme ich nicht zu. Klasse. Das war's, glaube ich, oder? Keine Ahnung, was man da so fragt. Ich habe keine Ahnung. Ja, aber da müssen wir uns doch darauf vorbereiten. Also das schaffen wir jetzt nicht mehr so schnell. Achso, willst du jetzt doch teilnehmen? Nein, da nehme ich nicht teil. Wie gesagt, bei mir war das irgendwie alles... Vielleicht, wenn es das nächste Mal sowas gibt. War irgendwie alles immer unkonventionell, was ich gemacht habe. Ich habe nicht so diese typische Dating-Struktur gehabt. Und damit auch nicht die entsprechenden... Was stellt man eigentlich beim ersten Date für Fragen? Fragen. Naja, halt sowas, wo kommst du her, ne? Wo willst du hin? Wo kommst du eigentlich her? Aus Miami. Noch einer aus Miami. Welcome to Miami. Bienvenida a Miami. Großartig. Lieblingsfilm zum Beispiel. Herr der Ringe? Herr der Ringe? Okay. Kenn ich. Sehen wir schon, also ich bin in der Scheinwerfer dabei. Hab ich aber auch nur ein oder zweimal gesehen. Dauert mir zu lang. Ich kündige. Tobi! Hast du nicht gesagt? Denn da! Hast du jetzt nicht gesagt? Dauert mir zu lange? Ja, dauert mir zu lange. Als Angeklagte. Okay, das ist aber jetzt ein rein professionelles Verhältnis. Ich kann mit dir keine Freundschaft schließen, Denver. Es tut mir leid. Okay. Ja. Dauert mir zu lange. Was ist los? Okay, wenn man sagt, ja, ich habe die Filme erst einmal gesehen, waren jetzt nicht so der Brüller. Das ist schon traurig genug, ja? Ja, aber das ist okay, damit kann ich umgehen. Ja, es hat ja jeder einen anderen Geschmack. Aber zu sagen als Begründung, die dauern mir zu lange, ja? Diese seniatischen Meisterwerke. Was zum... Nee. Nee. So, du setzt dich erstmal wieder hin. Nee. Du stehst hier so wie so eine Richterin gerade vor mir. Nee. Wenn man... Du musst... Mir ist nein, Richter nachsitzen. Musst du nur nicht in beide Seiten ermitteln, musst du ja da nicht. Staatsanwalt. Ja. Ja, nee, wir sind die ganze Zeit drin. Hä? Gott, was für eine scheiß Idee. Lass nicht mehr drüber reden. Was ist denn los? Was sind deine Lieblingsfilme? Erzähl mal. Ich müsste das, glaube ich, auf den Lieblingsschauspieler bringen. Mhm. Also ich finde... Lieblingsschauspieler, würde ich sagen, ist Tom Hanks. Oh, ja, okay, schöne Wahl. Ich muss auch zugeben, da finde ich eigentlich ganz gut Castaway zum Beispiel oder Philadelphia. Oh ja, großartig, Castaway. Wilson! Ja, Wilson! Ja, sehr schön. Ich muss auch sagen, der Film, den ich bisher am häufigsten gesehen habe, also wenn ich immer wieder geguckt habe und wahrscheinlich auch immer noch gucken kann, ist tatsächlich Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. Ach, ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie Teil. Pretty Woman oder sowas. Nee, tatsächlich Dirty nicht. Dancing Pretty Woman, oh. Ich habe zum Beispiel auch Grease noch nie gesehen. Mhm. Bin ich so die typische Frauenfilmguckerin. Bei einem typischer Frauenfilm, den ich echt gerne mag, ist tatsächlich Liebe. Den mag ich echt gerne. Tatsächlich Liebe. Mhm. Übrigens tatsächlich, wir müssen los, ne? Ich brauche ja noch, einen Anwalt. Ja, ich brauche noch einen Anwalt. Denver, ich kann mich da noch nicht hinstellen und ohne Anwalt. Dann ruf den Denton an. Raub und zweifachen Mord. Ich kann da nicht ohne Anwalt stehen. Ruf den Denton an.
Nee. Warum nicht? Auf gar keinen Fall. Der ist mir wirklich unsympathisch. Echt jetzt? Ja, der ist mir wirklich sehr unsympathisch. Frau Darko übrigens, naja, wohl. Also würde ich lieber Frau Darko nehmen als einen Denten, aber einen Denten finde ich wirklich unsympathisch. Nee, also ich würde sagen, aktuell der aktivste Anwalt, der am hartnäckigsten ist, der ja, trotzdem unsympathisch. Viele Sachen hinterfragt. Ja gut, aber ein Rechtsanwalt muss ja auch nicht sympathisch sein, ne? Der soll dich halt rausholen aus der Scheiße. Der muss mich trotzdem mit meinem Anwalt vertragen. Muss ja dem glauben, dass er mich da rausholt aus der Scheiße. Können wir? Ja. Du willst nicht zurücklaufen zum Auto, ne? Ja, nicht wirklich. Taxi rufen zum Auto. Hm? Das wäre dekadent. Gut. Muss gleich eine Limo sein. Muss dich vor mir auf die Knie gehen. Ist schon okay, denn mal. Ist schon okay. Weil ich hab's im Rücken gehabt. Ist nicht das erste Mal. Na egal, lass mir das so. Ich jas. Ich jas, wer kennt die nicht? Brauch eine Klangschalentherapie. Mhm. Ich fahre mit dir auch ins Baycare, ist kein Problem. Soll ich einen Termin machen? Dann machen wir aber direkt die Prostata-Untersuchung mit, ja? Ich weiß gar nicht, was du dir so eine Sorgen um meine Prostata machst. Bis 42. Huckleberry, wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben mich angerufen, zweimal. Ja, das ist ja schon ein Stückchen her. Wir hatten ja einen Termin am Freitag. Ja. Also schon. Ja, genau. Da waren Sie leider nicht erreichbar, deswegen hatte ich Sie zweimal angerufen. Richtig. Ja, genau. Ach so, darum ging's. Ja, wir hatten uns dann mit Herrn Hawkins getroffen und sonst nächste Woche wieder, ja? Gleiche Uhrzeit. Ja, hätte ich jetzt eh angerufen, da bin ich im Urlaub. Also, alles klar, dann wieder Herr Hawkins. Genau, genau. Das heißt, wird schon noch. Wir sehen uns erst die Woche drauf. Alles klar, Herr Huckleberry, weiß ich Bescheid, dankeschön. Super, danke, ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Urlaub. Spinne. Urlaub macht er? Mhm. Nächste Woche Urlaub. Hattest du jetzt eigentlich einen Schauspieler genannt? Nö. Nur welchen Film ich am häufigsten bisher gesehen habe. Lieblingsschauspieler. Schauspielerin, wir müssen das ja, ne? Okay, Schauspieler wäre es, glaube ich, Ryan Reynolds. Schauspielerin. Wie heißt sie denn gleich noch? Emma Watson. Heißt sie Emma Watson? Nee, Emma Stone heißt sie. Sorry. Emma Stone? Emma Stone, ja. Habe ich jetzt nicht mal ein Bild vor Augen. Aber ich kann dir sagen, Schauspielerin wäre Reese Witherspoon. Nee. Doch, boah, die sieht so gut aus. Oh Gott, ich muss hier raus. Wirklich. Man merkt das. Jetzt merke ich langsam, dass du 42 bist, Denver, wirklich. Also wenn du es mir nicht gesagt hättest, wie alt du bist, jetzt würde ich es in Frage stellen. Wenn du Reese Witherspoon gut findest, wirklich. Das ist ja so... 1980. Ich krieg heute noch Ärger. So, müssen wir eigentlich dann direkt hier wahrscheinlich, oder? Okay. Oder? Keine Ahnung, ich will... Wo die Vorbereitung für die. Wurde gesagt, die Ausweise sind neu. Stattfindet, aber weiß ich nicht. Soll ich auch nicht. Mal rausfinden. Vielleicht mach mal auf. Na, Richter ist schon mal da. Großartig. Herr Richter? Eieiei, der Richter ist aber schon aufgeregt. Wissen Sie, wo die Vorbereitung ist? Für die Angeklagten? Nee, ne? Nö. Ich such mal Frau Junkers. So, Denver, du bleibst wahrscheinlich direkt hier, ne? Ich geh mich umziehen. Ich such mal meine Mitangeklagte.
Wir uns kurz umziehen und dann suchen wir mal. Oder das Aktenzeichen 87722. Ah. Wüsste jemand von Ihnen eventuell, was Richter Abbott hatte nach der letzten Scheinverhandlung davon gesprochen, da auch nochmal eine Mail rundschicken zu wollen mit so einem Überblick über Einspruchsbegründungen und sowas. Das wäre hier für den neuen Kollegen natürlich ganz toll. Haben wir das irgendwo? Ja, die habe ich vorhin gesehen. Ich weiß, was Sie meinen. Ah, perfekt. Oh. Also ich habe die nicht bekommen, ich glaube der Kollege auch nicht, weil der hat ja... Ich hab die hier nur. Ach so, ja gut, die können wir wahrscheinlich schlecht... Das ist natürlich ungünstig. Was wäre natürlich für den jungen Kollegen klasse. Ja, aber dann rede ich den da durch, alles klar. Ist diese Liste so wichtig? Und wieso wird die dann als intern klassifiziert? Weil die Liste steht bei uns im PO in den internen Dokumenten. Ja, sie sehen großartig aus. Sehr gut angepasst. Sehr gut angepasst. Ach scheiße, das war lila. Ich dachte, das wäre pink. Nein, alles gut, macht nichts. Das passt schon. Wir können nicht das gleiche tragen. Das geht nicht. Hast du dir nochmal durchgelesen, was wir alles gemacht haben, ja? Ich bin wirklich entzürnt darüber, dass wir die Officer nicht selber erschossen haben. Ja, dass sie verunfallt sind. Richtig. Hast nicht getroffen. Das ist echt scheiße. Na gut, ich bin noch scheiße gefahren. Richtig, du hast uns verunfallen lassen, ja? Dadurch haben wir uns überhaupt erst gekriegt. Oh Gott, wir müssen uns richtig zoffen. Ja, Mann, lass uns richtig zoffen, bitte. Oh mein Gott, das wird großartig. Gegenseitig irgendwie die ganze Zeit beleidigen, ja, das machen wir. Hast du schon einen Anwalt gefunden? Ja, wir haben einen Anwalt, ja. Ich glaube sogar zwei. Wollte gerade sagen, wir brauchen zwei. Wer ist mein Anwalt? Muss mit dem sprechen. Da vorne, rotes Sakko. Frau Junkers muss definitiv im Baumann. Schön. Hi. Ihr hört gerade die Musik jetzt wieder nicht. Das ist großartig. Black Eyes, nein, das ist eine Verhandlung auch für Anwälte, Staatsanwälte, alle, die neu sind quasi. Es wird alles quasi geprüft. Genau. Probe quasi. Probe. Großartig. War mir eine Freude. Gerne wieder. Ja, gern.
Oh Gott! Nun, meine liebe Frau, ich danke, ja. Auch die Anwältin der Verteidigung. Guten Tag. Kann ich Ihnen sagen. Guten Tag. Frau Greenwood. Kann ich? Ja, ich. Ja. Ich habe gehört, Sie sind die Anwältin von den Angeklagten. Das ist richtig. Von mindestens einem, ja. Sehr schön. Wen hätten Sie denn gerne? Mich oder Frau Junkers? Okay. Das überlasse ich dem Kollegen. Ich glaube fast. Ich glaube fast, es ist vielleicht ganz geschickt, wenn Sie mit dem Herrn Kollegen. Ja, mit Sicherheit. Der ist noch ein bisschen ganz frisch. Der ist noch nicht mal Anwalt. Oh, aber dann ist ja Kreuzverhöre üben ein bisschen schwierig, oder? Ja, das kriegt er schon hin, aber ich glaube, da ist ihm besser gedient, wenn er mit Ihnen da arbeiten kann. Ja. Weil also, Sie ja da doch auch so ein bisschen. Ist, wenn ich auf einem Dach oben bin und dann. Also reden können Sie ja. Ja, reden kann ich. Okay. Ja. Perfekt. Und ich kenne ja meine vorherige Angeklagte schon. Haben Sie sich schon mal verteidigt, ja? Habe ich bei der letzten Scheinwarnung schon verteidigt, ja. Genau. Poppins, ja, großartig. Richtig, und sie hat da so ein gewisses Talent, sich selbst in Schwierigkeiten zu reden. Dann ja, das wird gleich super so. Das wird gleich hervorragend mit Frau Jungs und mir, wirklich, wir haben uns schon abgesprochen. Ja, prima. Ach, hervorragend. Sie beide werden sehr viel Spaß haben mit uns. Jimmy. Ja, super, ich bin begeistert. Hi, so, ich bin Frau Hotzenplotz, Lisa Hotzenplotz, mein Name. Wunderschönen guten Tag, Frau Hotzenplotz. Ja? Ich bin angeklagt für irgendwas Raub oder zweifachen Mord oder so ein Scheiß. Ja, genau das. Na? Also, keine Ahnung, die haben einen Unfall gebaut und sind dabei gestorben. Ich hätte sie lieber selber erschossen, bin ich ganz ehrlich. Wenn ich schon dafür angeklagt werde. Ja, also Sie verstehen, Herr Anwalt. Verstehe. Wer ist es eigentlich? Louis, immer. Also, ich verstehe Sie, schon. Ja. Das sollten Sie aber unter Umständen nicht sagen. Gerade nicht vor Gericht. Perfekt. Gute Arbeit schon mal. Wie heißen Sie eigentlich? Louis. Sam Louis. Ja. Sam Louis. Ach, Herr Louis, okay. Genau. Alles klar. Ich bin, normalerweise heiße ich Harriet Fass. Hallöchen, schön, Sie kennenzulernen. Ah. Ich bin eigentlich sehr umgänglich und sehe normalerweise nicht so gekleidet aus. Ist natürlich toll, dass Sie mich jetzt so kennenlernen, Herr Louis, aber das ist jetzt so, ja? Das macht ja jetzt nichts. Das ist ja gar kein Problem. Gut. Also, so. Herr Louis, ja, Sie müssen mich da irgendwie rausholen. Ich kann den Scheiß nicht nochmal. Auf in den Gerichtssaal. Ne? Ja. Machen Sie Ihren scheiß Job, dann werden Sie auch vernünftig bezahlt. Das kriegen wir schon hin. Gut. Das kriegen wir schon hin. So. Würde zwar ganz gerne noch wissen, was Sie zu der Sache zu sagen haben, was da alle vorgefallen ist, aber offensichtlich. Offensichtlich wird das nichts mehr. Wird das nichts mehr. Na, also, bin ganz ehrlich, ja, ist genauso gewesen. Also wir haben da halt einfach Geldnot, mussten den scheiß Bums da halt ausräumen. Wäre mir auch scheißegal gewesen, wenn da ein paar Geiseln draufgegangen wären. Ich bin ganz ehrlich. Ja, wir brauchen halt das scheiß Geld, Mann. Dann, wenn die Officer uns halt verfolgen, was soll man machen? Gut. Na? Das werden wir so natürlich nicht sagen, aber das ist ja. Gut, dass wir wenigstens die beiden gesagt haben. Das klar. Ist wunderbar. Natürlich waren wir alles, aber. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir das Geld kriegen, dass die Officer da einfach mal ein bisschen. Eben. Ich meine, die sind verunfallt. Ja? Was kann ich denn für den scheiß Unfall machen? Bloß weil ich auf die geschossen habe oder was? Das haben sie natürlich nicht getan. Nee. Habe ich nicht? Naja, aber. Und wenn da maximal. Aus Notwehr, ne? Weil sie ihr eigenes Leben. Ja, na klar, die haben zuerst geschossen. Ne? Ja, na klar, ich verstehe schon, wo das hingeht, Herr Louis. Ja, gut, aber waren die denn als Officer klar erkenntlich? Also so streifenwagenmäßig da und so. Ja, die waren Motorräder, ne? Die waren auf Motorrädern unterwegs. Die waren auf Motorrädern unterwegs, absolut richtig, ja. Und natürlich sind die erst verunfallt, nachdem ich aufgehört habe zu schießen, ja? Dann kann ich nur wirklich nichts für. Wollen Sie beide mal eben in den Gerichtssaal? Ja, ja. Dass sie mal eben schauen kann, ob wir kompletto sind. Natürlich. Anwalt, mitkommen. Jawohl. Oh, warte mal, ich muss mal kurz noch ein bisschen. Warte mal, das geht so nicht. Ja, das ist ja hier. Oh, jetzt. Großartig. Ey. Das ist die richtige Haltung. Na, Frau hat zum Platz hier. Ey, Poppins, Mann. Ey, wart. Echt scheiße gelaufen, Mann. Ja, ey, wegen dir sind wir da, ne? Habt ihr Kacke, ey. Gleiche Scheiße schon wieder mit dir. Ja, ich will dir wieder einen Knast. Ey, die Overalls machen fett. Wenn du einmal in deinem scheiß Leben vernünftig fahren würdest, Mann. Ja, wenn du mal schießen könntest, Mann. Ja, beruhig dich da vorne, Schwester. Schnauze! Bitte jetzt nicht führen. Ja, wir würden den Namen von die Hotzenplatz aufrechterhalten, Amigos.
so einen Moment. Oh, okay, Lisa ist nicht Lisa. Lisa würde normalerweise schnell reden, aber es passt jetzt gerade nicht, dass Lisa schnell redet. Das nimmt uns keiner ernst. Braucht noch eine andere Munition zum Stehen. Wie stehen wir denn? Er lief irgendwo da hinten draußen rum. So. Mal kurz hier das ändern. Mensch. Wo ist denn Herr Abbott? Die Zeugen auch. Herr Lewis. Achso, der kommt natürlich. Der ist veranstaltet, der kommt nicht. Ja. Herr Lewis, kommen Sie mal hier hin zu Ihrer Mandantin. So. Es tut mir leid. Und da so, dass sie sich, dann können Sie ein bisschen flüstern, wenn was ist. Kann man denn bestehen so? Scheiße, ich soll das vielleicht erstmal nachgucken. Upsa. Ach, das wird traurig. Nee, das ist richtig kacke. Ja. Ich bin schon wieder angeklagt. Das wird wild. Ja, wir haben sie doch letztes Mal auch rausgeholt. Ganz so, meine Lieben, herzlich willkommen zu der zweiten Scheinverhandlung zum Thema Kreuzverhör. Ich stelle jetzt nun mal eben die Anwesenheit mit den entsprechenden Rollen fest, damit wir sehen, ob wir vollständig sind oder noch eben eine Rolle nachbesetzen müssen. Wir haben bei den Richtern den Kollegen Brender und Kollegen Verdeit. Die entspannt Staatsanwaltschaft übernimmt Kollege Brightley, den ich auch sehe, der ist anwesend. Die Verteidigung übernehmen Miss Greenwood und Mr. Lewis. Jawohl. Die sind mit ihren beiden Tatverdächtigen Pest und Junkers anwesend. So auch korrekt, ne? Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ey. Wunderbar. In der Rolle seines Lebens, Herr Polo als PD-01. Als Rolle seines Lebens, großartig. Wunderbar. Bankangestellter Nummer 1 macht Kollege Beck, es sei denn, es möchte noch einer der anwesenden Staatsanwälte vielleicht eine Rolle übernehmen. Winters. Ja, was sollen wir übernehmen, Bruder? Gut, dann kriegen Sie gleich noch eine Rolle von mir. Und Bankangestellter 2 und Leiter der Bank ist Herr Collins. Ja, anwesend. Ebenfalls anwesend. Wir haben Gast der Bank, ist Mr. Boone, der telefoniert gerade noch, der wurde aber schon gebrieft. Und wir haben von der Presse als Witzel-News-Mitarbeiterin Miss Leone, die Miss Tucker spielt. So korrekt. Gut, liegen Ihnen alle Informationen vor? Die Anwaltschaft hat die Akte bekommen und auch weitergeleitet. Mhm. Sie können gleich noch gerne 20 Minuten mit Ihren Tatverdächtigen sprechen und sich vorbereiten. Braucht sonst noch jemand Informationen, außer Mr. Winters oder Mr. Carter, die eine Rolle noch übernehmen? Black Eyes, RP-Seption ist einfach das Geilste. Das ist nicht. Wir brauchen einen neuen Anwalt. Bitte? Ja. Schwund ist immer. Schwund ist immer. Ja, scheiße, Mann. Wunderbar. Dann hätte ich gesagt, beginnen wir um 20.25 Uhr. Sie können auch gerne hinter uns den Richterbesprechungsraum nutzen, um sich vorzubereiten, wenn es noch Fragen gibt. Ich befinde mich hier und dann kriegen wir das alles schon hin. Wir ziehen uns noch schnell um. Jo. Ich würde mich gerne mit meinem Anwalt besprechen, aber der ist abgehauen. Ach, der wird schon gleich wieder kommen. Ja, ich hoffe doch. Jetzt wird er nichts mit dem bezahlen, ne? Also ich sag es nur. Wäre jetzt ganz schwierig. Ganz schwierig. Ja, Mann. Hat dir einiges versprochen, Poppins. Wenn er mich rausholt, Mann. Ich hab mich heute auf eine ruhige Kugel als Zeugin gefreut. Gut, dass du einen Mann hast, ey. Toll. Mann. Ja, du rufst, dass die anderen sich nicht melden. Ja, gut, dann fangen. Sophie, eigentlich würde Lisa auch ganz anders gespielt werden, aber jetzt bin ich angeklagt in zweifachen Mord, die sie geschossen hat. Dann fangen wir aber vielleicht so mal an, auch wenn der Kollege noch nicht da ist. Ja. Dann, das ist jetzt natürlich. Ja, kommen Sie mal beide mit. Sonst, am besten machen Sie es leiser, ne? Ja, danke für den Hinweis. Bitte. Macht jemand auf oder ist das auch? Upsa. So. Ach so. Wusste ich nicht mehr, wo ich bin. Ja, ja, aber Sie wissen gleich im Gerichtssaal, wo Sie sind, ne? Ja, ja. Verdammte Scheiße. Im Gerichtssaal bin ich besser. Oh, es ist doch grauslich, es ist doch grauslich, das ist doch. Ja, verdammter Scheiß, sagt man. Ich habe den Kollegen von der Staatsanwaltschaft kürzlich im Gericht erlebt, das ist schon für den richtig, richtig gut, aber. Mann, Poppins, ey. Ja, das scheiß Autofahren. Ja, dann scheiß schießen, ey. Jetzt mal treffen sollen. Ja, ihr habt doch, Mann, die sind doch von der Straße abgekommen, meinetwegen. Jetzt schimmer. Ja, aber hat gedauert. Aber dass du dann natürlich noch gegensetzt, ja, dass wir auch noch da irgendwie aus dem Auto gezerrt werden. Ja, die haben eine Nagelsperre gemacht. Was soll ich denn machen? Moment. Sie haben in der Bank von Palito Bay. Ja. Ja. Auch eine scheiß Geld, Mann. Mit einem Taxi
200.000 Dollar Bargeld beim Bank auf der Flucht. Haben Sie mich gerade angeschaut oder was? PD2 und PD3, ja, habe ich. Die Tatverdächtigen mit einem Polizeimotorrad verfolgen. Dann haben wir Schuss auf die Motorräder verunfallen. Die Öffnung ist so schwer, dass sie es im Krankenhauszimmer lagen. Tatverdächtigen konnten dann dank einer Nachsperrung hergestellt werden. Bei dem stellen Tatverdächtigen, da diese nach der Nachsperrung bewusstlos im Wagen aufgefunden wurden. Der Wagen der Tatverdächtigen verunfallte. Scheiß Poppins, Mann. Okay, wer von Ihnen ist denn gefahren? Ja, die Frau, die fahren kann, Mann. Ist ja klar. Moment, ich bin gefahren. Ich hab geschossen. Weiße Haare hat geschossen, rote Haare ist fucking scheiß Autofahrer. Okay, Poppins ist gefahren. Sie sind jetzt Räuber Hotzenplotz. Ich bin was? Lisa Hotzenplotz, ja. Okay. Absolut richtig. Was zur. Okay, Poppins ist gefahren, Hotzenplotz hat geschossen. Mein Anwalt hat gesagt, ich habe natürlich nicht geschossen, ist ja klar. Ach was. Mhm. Ja, mal gucken. Also irgendwer hat ja geschossen und zwar auch eindeutig aus diesem Fahrzeug. Wenn die das beweisen können, das ist ja die Hören nächste sagen. Frage. Ja, Moment. Moment. Also wir müssen erst mal rauskriegen, woher die wissen, dass da irgendeiner geschossen hat. Da muss ich mir gleich die Zeugenaussagen noch schnell durchlesen. Ein Polizist kann das bestätigen. Ja, PD1 war ja dabei. Genau, bevor er gestorben ist, konnte der das noch aussagen. Da habe ich eine Frage zu. Der war klar, lag im Sterben. Wie konnte der noch eine vernünftige Zeugenaussage machen? Ich bin ganz ehrlich. Schwierig, ganz schwierig. Also das könnte man machen, dadurch greift man aber ein verstorbenes Opfer an, ob man die Kosten zahlen möchte. Ja, schwierig, ganz schwierig. Wie ist denn das so? Poppins ist gefahren, Hotzenplotz hat geschossen. Sie haben insgesamt 200.000 Dollar erbeutet. Geil, ne? Mega. Es steht auch nirgends, dass sie uns die abgenommen haben. Beifahrer. Doch, als Konfiszierung. Ach, scheiße. So. Mein Koks hätte ich gerne wieder. Das hat nichts mit der Sache zu tun, ja. So, Konfiszierung. Ein Glendale zugelassen auf ein Taxiunternehmen. Haben wir auch geklaut. Ich meine, nicht geklaut. Haben wir geschenkt bekommen. Mal kurz geliehen. Richtig. Wir haben es zurückgebracht, quasi. Ja, wenn die hier niemanden haben, der bezeugen kann, dass das Fahrzeug gestohlen ist, dann ist es nicht gestohlen. Dann ist es nicht bewiesen. Kokain, ja gut, das mit dem Kokain, also bitte. Es hat ja mit der Sache gar nichts zu tun, ich will das wieder, Mann, ich brauch das. Ja, war teuer. Tütchen mit 5 Gramm Kokain gibt's auch gar nicht. Hervorragend, ich kenn sich aus, Frau Queen. Gut, das ist ihr Job, ne? Ja, ich vertrete ja öfter mal Menschen, die mit sowas zu tun haben. Einmal Pistole mit Schalldämpfer. Das ist natürlich sehr schön, okay. Okay. Ja, für mich, weil ich habe nämlich keine Knarre gehabt. Da haben wir schon mal eine Lücke. Ich weiß noch nicht, was ich. Ja, mal gucken. Also das mit dem Mord machen wir nicht. Das machen wir schon mal nicht. Also Black Eyes, du kannst ja theoretisch auch Schauspieler werden, ne? Ja, was kann ich denn dafür, wenn die im Krankenhaus sterben, Mann? Bin da jetzt nicht hin und hab dir ein Kissen ins Gesicht gedrückt, wa? Du hast auch nicht mal getroffen. Vielleicht. Kann ich doch nicht machen. Möchte eine von Ihnen beiden mal kurz gucken, ob der andere Anwalt inzwischen wieder aufgetaucht ist oder nicht? Na klar. Oder nicht, dass der drauf. Anwalt! Ja, komm. Ja, Louis! Doch. Wann geht das los? 20.25 Uhr, glaube ich, hatten wir jetzt gesagt. Weil wir uns noch mit den Anwälten besprechen haben. Ja. Ich will einmal da vorbei. Hier, so, danke. Wir sprechen jetzt gerade schon mit Frau Greenwood. Er hat sich gerade einmal die Akte durchgelesen. Kannst du, glaube ich, auch einmal machen. Da sind sie ja. Hab den Nichtsnutz gefunden. Also bitte, aufhören. Das ist sehr mutig, dass er sich dem heute hier stellt. Ja, das ist alles Rolle, ja? Leute, ist alles gut.
Ja, ja, aber der Kollege macht das zum allerersten Mal. Ist das alles gut. Durchaus gruselig. Also wir haben schon festgestellt, die Miss Poppins ist gefahren und die Miss Hotzenplotz hat geschossen. Richtig. So, jetzt kommt ja zunächst mal der Punkt, nur weil die zwei das zusammen gemacht haben, heißt das ja nicht, dass wir die zwei zusammen verteidigen, ne? Mhm. Wissen Sie, wie ich meine? Also wir haben auch ein bisschen vor uns, da gegenseitig die ganze Zeit fertig zu machen, ne? Ja. Also ich bin schuld, weil ich geschossen habe und nicht getroffen habe. Sie ist schuld, weil sie scheiße fahren kann und uns ja gegen einen Baum gesetzt hat oder was auch immer. Gegen eine Wand. Jetzt auch ein bisschen schneller fahren können, ne? Ist alles gut. Also dass sie da schon mal sich so ein bisschen drauf einstellen können, dass wir uns da gegenseitig fertig machen. Dementsprechend würde ich fast behaupten, müssen wir wirklich getrennt fahren, verteidigt werden. Bin ich blöd, Herr Luis? Ich höre Sie gar nicht. Ja, auch nicht. Ich glaube, er guckt auch auf sein Handy. Hm. Hab mich schon gewundert, warum er sich von mir jetzt ständig beleidigen lässt. Könnte jetzt auch Schockstarre sein. Hm. Herr Luis? Meinst du, das war zu viel? Es tut mir leid, Herr Luis, wirklich. Ich bin eigentlich eine Folge. Wir haben noch nicht mal angefangen, Frau Faas, wirklich. Wirklich. Ah, Herr Luis, alles gut, alles wir gut, haben noch alles nicht mal angefangen. Ich, ja, nein. Sehr schön. So, dann alles, nehmen Sie alles, mal alles Ihre gut. Mandantin mit und bereiten Sie sich vor. Ja. Es ist ja schön, dass sich die Mandanten gegenseitig niedermachen. Finde ich schon für den ersten, ja, ja, für den ersten Mal gar nicht verkehrt. Nee, ja, ja. Das wird häufiger passieren. Keine Sorge, Herr Luis. Das wird häufiger passieren. So, ja. Dann nehmen Sie Ihre mal mit. Ich nehme meine. Ja, schon, Sie sind nicht mit, begeistert davon. Ich kann eh mehr sehen. Ach, passt schon. Halt's Maul, Poppins. Die sind meine. Was poppen, ja? Also, Herr Luis, wir hatten ja schon angefangen. Genau. Ich weiß nicht, hattest du die Akte gelesen schon? Nee, bin ich bis jetzt leider noch nicht dazu gekommen, weil das jetzt hier alle extrem schnell ging, von genau. Jetzt auf gleich. Also du hast noch 40 Minuten, deswegen würde ich sagen, liest dir einfach mal die Akte durch tatsächlich, was uns vorgeworfen wird. Hm. Hast du die parat auf deinem Tablet, oder? Ja, ja. Okay. Die habe ich auf dem Tablet parat. Aber ich muss mal schnell hier Tablet auspacken, sonst wird es ziemlich unwitzig. Also ich weiß, dass Cops verunfallt sind. Mhm. Dass es um Raubmord geht und dass Drogen gefunden wurden und alles so ein Spaß. So weit bin ich schon gekommen. Ja, da ein bisschen Kokain, das hätte ich auch wirklich gerne wieder. Das hat mit dem Fall nichts zu tun, ja? Auch das. Das bisschen Kokain. Das bisschen Kokain, ja. Absolut richtig. Ich weiß ja nicht, ob 10 Gramm jetzt ein bisschen, aber ja, nein. Nein. Da sprechen wir auch ja nicht drauf an. Eben. Ja, aber ich hätte es wirklich gerne wieder. Ich brauche den Scheiß, Mann, der war teuer. Ich glaube, das ist gerade unser geringstes Problem, dass der Scheiß teuer war. Ich glaube, der geht hier um tote Kosten. Es war nicht meine Schuld, ja. Ich habe geschossen, ich habe aufgehört zu schießen, dann sind die verunfallt. Dann sind die gestorben im Krankenhaus. Es ist jetzt nicht so, als hätte ich denen ein Kissen ins Gesicht gedrückt, ne? Ja, also ich hätte es gemacht, aber das hat sich ja von selber erledigt. Nein, hätten sie nicht, natürlich nicht. Natürlich war für, von ihnen natürlich nicht beabsichtigt, dass natürlich da Kopf verunfallen. Hey Luis, ich werde das mindestens einmal fallen lassen. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Die Befürchtung habe ich. Sehr gut. Dann wird es echt schwierig für Sie. Das macht nichts. Ah, sehr schön. So. Ja, genau, lesen Sie einfach erstmal in Ruhe. Ja, ich lese mir immer den ganzen Tathergang hier vor. Gott, ich muss mal diese Haltung loswerden. Das wird ich anstrengend. Moment. Jack? Einen wunderschönen guten Abend. DOJ, jetzt. DOJ, jetzt. Okay. Ja, gucken Sie mal, das können Sie ja auch, Herr Luis, wunderbar. Ja, das ist ein, das ist tatsächlich ein Kollege. Ja, das müssen Sie gleich im ne? Gerichtssaal auch mal. Großartig. Okay, weil eigentlich dachte ich, der Kollege übernimmt das jetzt mal eben. Ach so, ja, das ist ja jetzt schlecht, dann muss ich mich ja schon wieder mit dem Anwalt besprechen. Weil er ist Anwalt, tatsächlich. Doch. Mann! Ja gut, lesen Sie die Antwort. Lisa? Ja. Jetzt? Ja. Was denn? Nee, ernsthaft nee, jetzt? Nee, die Angeklagte kann jetzt gerade nicht. Nee, ernsthaft jetzt? Nein, ich weiß nicht, eine Miss Stark hat mich angerufen und die will jetzt ins DOJ kommen. Hä? Und ich habe keine Ahnung, was die will. 22:45 Uhr ist der Termin. Da kann doch Frau Dark auch dazukommen. Frau Darko. Nee, Dark. Ach, Dark? Hä? Wer ist denn Frau Dark? Dark. Ja, das ist eine ehemalige Staatsanwältin, eine ehemalige Rechtsanwältin. Ach hier, Lia oder was? Via, Lia? Ja, genau. Oh. Ich habe gesagt, ich habe jetzt keine Zeit. Ja, ich und kann auch nicht. Die soll sich einen Termin holen. Ja, dann versteck dich einfach, mach schon. Das mache ich gerade. Ja, sehr gut, ja, machst du gut. Hier findet sie dich nie.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ist doch super. Also, mich hat sie noch nicht angerufen. Ich mal, warte, ich mach kurz den Flugmodus rein, ja? Ich lasse sie draußen. Kann ruhig ein bisschen telefonieren im Gerichtssaal, ist ja verboten. Großartig. Werde auch die Sonnenbrille übrigens auflassen, bis mich jemand darauf hinweist. Oh, bitte gib mir meinen Kollegen. Herrgott. Herr Louis, haben Sie etwa keine Lust darauf? Jack. Was heißt keine Lust darauf? Also wie gesagt, ich bin eigentlich mit dem Vorsatz hier aufgestanden, mir das Ganze mal anzugucken. Ja. Ah. Bis ich dann... Meldet er sich bei Ihnen, wenn er hier ist? Weil den müssen wir ja reinlassen. Im besten Fall meldet er sich, ja. Ja, wir haben nur noch 10 Minuten, das ist ihm überhaupt nicht klar. Ich hoffe, er kennt die Akte schon. Ich denke nicht. Da ist er ja. Ja. Mhm. Danke. Du hättest vielleicht anderen auch sagen sollen, dass du die Karte versteckst. Oh, Senior John. Ja. Senorita Dark ist hier, die möchte mit Ihnen sprechen. Ja, Apollo! Ja, gut Dark gemacht! Ich hatte am Telefon schon gesagt, hallo. Ich habe jetzt gerade keine Zeit. Sie haben gesagt, gleich haben Sie keine Zeit. Sie müssen dann spezifischer in Ihrer Ausführung werden. Was habe ich noch gesagt? Sie sollen sich einen Termin über meine Assistentin holen. Ja, weiß ich, wer Ihre Assistentin ist. Vorne steht niemand. Miss Fast. Ja. Mrs. Fast. Ah, oh, das sind 100 Dollar. Mrs. Fast. Ja, ist ja auch wurscht, jetzt wo ich hier bin, können wir das ja direkt... Egal, du bist ja mein absoluter Lieblingsrichter. Haben Sie das nicht verstanden? Frau Dark. Ich möchte nicht mit Ihnen sprechen. Kommen Sie mit. Ja. Sie gehen jetzt wieder vor die Tür. Danke, Herr Pollo. Einmal bitte nach vorne, bitte. Sekunde, nur eine Frage. Drehen Sie sich jetzt um. Wir sprechen nicht mehr miteinander. Ja, bist du da? Frau Pollo, kann ich einen Termin machen? Ja, Frau Dark, dürfen Sie nachher gerne machen? Jack, bist du ich da? Möchte jetzt einen Termin machen. Ich lasse mich ungern vertrösten. Sagen Sie mir jetzt, wann ich wiederkommen soll. Oder geben Sie mir eine Telefonnummer, wie ich Sie erreiche. Wir kommen mal kurz raus, ja? Bis gleich. Ja? 959. Da können Sie mich immer erreichen. Ja. Und gerne Termine mit mir ausmachen. Das sind wahrscheinlich Sie jetzt, ja? Ja, richtig. Ich versuche Sie zu erreichen. Sie haben gesagt, ich kann Sie immer erreichen. Ich jetzt auch. Auch da hallo. Verarschen Sie mich nicht? Ich hätte gerne schwierig mit dem Termin, ja? Hören Sie auf, zu verarschen. Richtig. Okay. Sonst werden wir das sehr ungemütlich. Ganz schwierig. Ja, wir werden ungemütlich. Wisst ihr, was ich das hat er jetzt gesagt, nicht leiden kann? Wichtigtour. Schnöselige, abgehobene Wichtigtour. So, der Kollege wäre da. So, hier sind wir losgeworden. Wo ist er denn? Der steht draußen. Tatsächlich. Außen draußen? Ich denke draußen, ja. Draußen. Also hier draußen. So. Holen Sie den mal, ich bin ein bisschen langsam. Ja. Da kannst du nicht verändern. Ja, da kommt sie bei mir aber nicht rein. Black Eyes, nein, die gehören nicht zur Verhandlung. Also doch, Polo spielt den Police Officer, aber... Mein Gott, da ist ja mein Anwalt. Wird aber auch Zeit. Meine Fresse, kommen Sie mit. Hi, ich bin Harriet. Wer bist du? Hallo. Ich bin Jack Demandy. Hi. Ja. Wie nochmal? Der Nachname? Nennen Sie mich Jack. Okay, hallo Jack. Hier, ich bin Harriet. Ich bin eigentlich eine Freundette. Wundert dich nicht, aber ich spiele natürlich jetzt die Angeklagte, ja? Mal rein. Ist einmal hier rechts, ja, hier durch. Nochmal mitkommen. Ach Gott, ja, das sieht aber jetzt aus, als wenn die, ich weiß nicht, was die da gerade. Wir haben jetzt nämlich nur noch 7 Minuten, um uns zu besprechen. Ich hoffe, Sie kennen die Akte schon. Natürlich nicht. Ja, großartig. Oder könnte der Kollege mich denn im Zweifel stützen, weil das wäre vielleicht besser. So habe ja, ich habe direkt 2 Anwälte, finde ich super. Ja, finde ich auch viel besser. Also, ich mache die Kurzform. Ja, mein Name ist Lisa Hotzenplotz. Es war so, ich habe mit meiner Kollegin, Frau Poppins, mit einem Taxi als Fluchtwagen eine Bank ausgeraubt in Perlito, ja, Perlito Bank. Dort haben wir dann natürlich entsprechend die Bankeingestellten auch als Geiseln genommen, um das Geld zu klauen, 200.000 insgesamt, die auch sichergestellt wurden am Ende. Auf der Flucht sind wir mit dem Taxi, wie gesagt, geflüchtet. Die Polizisten kamen mit Motorrädern hinterher. Ich habe das Feuer bei der Flucht auf die eröffnet und Frau Poppins ist gefahren. Jack, du machst einen Zeugen. Ja. Ich mach das jetzt hier. So, wir machen das jetzt hier. Hau ab. Was denn nun jetzt hier? Anwälte. Ich mach das. Jack, geh. Bella ist auch da. Kann nicht gehen, ich hab zugestimmt. Bella ist auch da. Rede mit Bella, bitte. So, wir beide machen das jetzt. So ja, Louis, jetzt ist geflüchtet. Ja, mit dem Taxi geflüchtet, haben wir Taxi jetzt. Geflüchtet. Ich habe eigentlich angefangen zu schießen. Ich erzähle die Geschichte, wie sie drin steht, ja. Ich habe angefangen zu schießen,
Nach dem Schusswechsel sind die Polizisten verunfallt, PD-02 und PD-03. Und wir haben uns dann auch gegen eine Wand gesetzt, waren ohnmächtig und konnten deswegen gestellt werden. Wir hatten nämlich eigentlich Masken auf. Ja. So. Dann wurde natürlich, wie gesagt, alles konfisziert. Das Auto, das Geld, das Koks, was ich dabei hatte und meine Waffe. Ja. So. Im Krankenhaus war es dann so, dass PD-02 noch eine Aussage tätigen konnte, aber schon im Sterben quasi lag, weil der ist kurz danach verstorben. Und PD-03 konnte keine Aussage machen, weil der schon im OP war und dort gestorben ist. Mhm. Dann gibt es halt noch PD-01, der mit quasi da war, aber halt nicht verunfallt ist. Der Einsatzleiter, genau. Genau. Mhm. So. So viel zu der Geschichte. Ja, vorgeworfen wird uns dementsprechend natürlich der Raub, wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie Geiselnahme, Vermummungsverbot, bla bla bla, tragen. Ich hatte bestimmt auch keine Waffenlizenz. Aber hauptsächlich halt der Raub und halt zweifacher Mord. Ja, was ja schon mal Quatsch ist, weil ich habe ja, wie gesagt, das Kissen... Die sind ja verunfallt. Richtig, ich habe ja das Kissen nicht selber drauf gedrückt und erschossen habe ich sie auch nicht. Also wie gesagt, maximal fahrlässige Tötung. Maximal. Wenn überhaupt. Also, ja, mit denen nichts zu tun, kann nichts dafür, wenn die kein Motorrad fahren können, ja? So. Ja, richtig. Ja? Also die sind definitiv verunfallt, nachdem sie mit dem Beschuss aufgehört haben. Steht so in der Akte drin, ja. Richtig. Nach dem Beschuss sind sie verunfallt, steht in der Akte. Ja. Und ja, damit, so hat sich, damit hat sich doch der Mord schon mal völlig gegessen. Ja, genau. Sehen Sie mal. Sehen wir, verstehen uns. Genau. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen, weil mehr weiß ich natürlich auch nicht, außer das, was in der Akte steht. Zeugenaussagen kenne ich natürlich auch nicht. Ja, deswegen habe ich mir die auch tatsächlich gar nicht so durchgelesen. Bin ich ehrlich. Ja, die lass das auf mich zukommen. Aha. Genau. Lesen Sie sie ruhig. Naja, ja, ich bin tatsächlich gerade dabei, die mir das Ganze mal. Frau Dark, Alter, die geht mir jetzt schon auf den Sack. Die wird mir noch richtig hart auf den Sack gehen. Ah, da muss ich mich jetzt einmal durchsetzen. Wie hieß sie denn gleich noch? Okay, Lia, das ist sehr interessant. Ich glaube, Lia Dark. Geht mir jetzt schon auf den Sack. Bei einem Polo, Alter. Weißt du, Denver versteckt sich hier. Und Polo, gucken Sie mal, da ist er doch, der Herr. Der Herr John. Da können Sie mit ihm reden, Frau Dark. Na klar. Oh, Mann. Aber kann ich nichts für, wenn Denver nicht allen Bescheid sagt, dass er sich gerade versteckt. Kann ich nichts für. Gut, okay. Also wir machen jetzt entspannt die Scheinverhandlung und melden uns dann bei Frau Dark. Der nette Herr Wiesel, News Reporter, der ist als Zeuge völlig raus. Ja, ich habe schon gelesen, er saß irgendwie auf dem Dach oder so, ne? Ja, der hat auf dem Dach gesessen und hat irgendwelche Clownsmasken gesehen und wollte die Kamera fertig machen. Der ist für uns völlig unwichtig, weil wir machen jetzt erstmal Scheinbar quasi gar nichts gesehen. Oh. Oh. Der eine Bankangestellte, der ist völlig geschockt gewesen. Mhm. Naja. Ja, der ist im Schock, was soll der für eine Aussage machen, ne? Also, ja, gut, wenn der sich mit Emma an Sachen erinnern kann, frage ich mich, wieso das mit Emma jetzt passieren kann. Wenn er im Schock gewesen ist, dann wird er sich... Ja, ja. Gut, da könnte man Traumata dann hinstellen. Mhm. So. Ja, der Einzige, der halt schwierig wird, wird der PD-01, ne? Also. Ja, der sie dann gestellt hat, ja. Genau. Aber die restlichen können nicht mit Gewissheit sagen, dass einer von ihnen beiden da überhaupt... Wir fahren überhaupt nicht mehr. Wir fahren zufällig das gleiche Taxi. Ja, ja, und wenn da mehrere Leute Clownsmasken aufhacken. Ja, wer ist denn dann wirklich in das Auto eingestiegen? Naja, egal. Sehr gut, Herr Lewis, ich sehe, wir machen das schon, wir zwei. Ich glaube, wir müssen mal zurück, wir haben nur noch eine Minute. Ich brauche ein bisschen. Alles klar, na fragen Sie mich mal. Warte mal, war die Tür hier nicht zum Zusperren? Ging noch zum Zusperren, oder nicht? Ich bin verwirrt. Warum geht das nicht? Geht grad. Geht grad nicht. Ne, die geht tatsächlich nicht zum Zusperren. Ihr habt den Bolzen so tief in der Hose, ihr könnt nicht. Und ich hab die Anwaltsscheiße verdammt. Ist das nicht scheiße, ja. Es wäre eine sehr schlaue Idee, für eine Terminabsprache eine Telefonnummer zu hinterlassen. No, Amigo, nicht.
wir machen ja, wir gehen sehr sensibel mit den Daten um von den Beamten und so. Wird den Officer noch ankacken? Kanzlei, das ist doch auch ganz schön. Poppins. Ja, das ich nochmal sehen muss, ey. Dass das jetzt auch noch mit uns beiden zusammen war, ne, wir sagst du Scheiße, ja, Mann, jetzt muss ich nochmal wiedersehen, ey. Was wie eine Schwester für mich, weißt du? Ja, kann man keine Ahnung, dass du kein Auto fahren kannst, Mann, was hast du gesagt? Ja, schiebst du da auf mich, weißt du? Wenigstens geschossen, Mann. Wo ist deine Waffe gewesen, mein Gott? Ich hab dir halt keine. Kannst du mir nicht leisten, ey. Jetzt schon vom Geld gekauft. Kann ich mir nicht leisten. Ich kann's nicht mehr hören. Weißt du, wie teuer so ein Schalldämpfer ist? Ja, ich kann's nicht mehr hören, Mann. Was hat dir alles genommen? Hättest du keinen Schalldämpfer hier geholt, da hätte ich mir auch eine Knarre leisten können.